Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Klimawandel ist unbestreitbar, der ist bei uns bereits angekommen. Ich möchte hier jetzt einen Antrag vorstellen, den wir zum Thema der Anpassungsstrategien eingebracht haben. Ich finde es erstaunlich, dass wenig zum Haushalt bisher hier gesprochen wurde. Besonders der Eingangsbeitrag der CDU zeigt, dass eine Partei, die kein Wahlprogramm hatte zur Landtagswahl, tatsächlich wie im Umweltausschuss oder auch hier im Plenum eher als Spaßpartei auftritt und keine ernstzunehmenden Beiträge zu diesem wichtigen Thema zu liefern hat. Wir sehen die Auswirkungen heute schon. Wer mit offenen Augen hier in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland durch die Natur läuft, der sieht weiße Reiher überall in der Landschaft. Ein Bild, das ich, als ich Kind und Jugendlicher war und anfing, mich mit Vogelschutz zu befassen, noch gar nicht kannte. Da gab es keine weißen Reiher in Deutschland frei. Der Silberreiher brütet mittlerweile in Mecklenburg-Vorpommern. Der Bienenfresser, eine andere mediterrane Art, brütet mittlerweile in der Nähe von Bremen. Bienenfresser. In der Nähe von Bremen, der fliegt schon in Dänemark ein und wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch in Dänemark brüten. Der Schlagschwerl hat im südlichen Dortmund gesungen. Das ist eine Vogelart, die man vielleicht am Balatonsee in Ungarn erwartet, aber nicht im südlichen Dortmund. Genau wie der Orpheus-Spatter, eine mediterrane Art, die am Flughafen in Dortmund mittlerweile brütet. Was gut ist für die einen Arten, ist schlecht für die anderen. Es gibt jede Menge Arten, die nicht so mobil sind wie Vögel und nicht ausweichen können. Es gibt eine weitere Auswirkung global. Eine vermehrte Ausstoß von Methan durch tauende Methanhydride auf dem Meeresgrund und die Lachgasproduktion. Lachgas ist ein hochwirksames Klimagas in der Arktis, nimmt stark zu, weil dort der Permafrostboden antaut und organisches Material von Mikroben abgebaut wird und dabei Lachgas produziert wird. Das heißt, dass dieses famose 2-Grad-Ziel, das immer wie eine Monstranz vor uns hergetragen wird, als sei es wirklich ein Ziel, das erstrebenswert sei, eine Art Klimaoptimum, dass dieses Ziel wahrscheinlich einerseits zu niedrig angesetzt ist, weil wir es nicht werden halten können, andererseits aber zu hoch ist, weil die Auswirkungen, die jetzt schon auftreten, zeigen, dass es einfach einen zunehmenden, selbstverstärkenden Effekt des bereits jetzt eingetretenen Klimawandels gibt. Und umso wichtiger ist es, bereits jetzt auch mit Klimaanpassungsstrategien anzufangen. Es wird Extremniederschläge geben, es wird Hitzewellen geben, die wärmere Troposphäre kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und halt mehr potenzielle Energie, was sich den entsprechenden extremen Wetterlagen dann auswirken wird. Das Kapitel 10.06062 hier im Haushaltsentwurf geht von weiteren 1,9 Grad Erwärmung aus bis Mitte des Jahrhunderts. Weitere zusätzliche zu der bereits stattgefundenen Erwärmung, also nicht 2-Grad-Ziel, sondern fast 3-Grad-Ziel, wird hier hintenrum eingeführt. Und das ist auch einigermaßen realistisch, wenn man sieht, wie die Landesregierung hier tatsächlich vorgeht. Da lässt man sich erpressen von der Bundesbahn und den Betreibern von Datteln 1 bis 3 mit unglaublichen Drohungen, was passieren würde, wenn man diese alten Möhren mit einem Wirkungsgrad von etwas besser als im Lagerfeuer nicht doch wieder anwerft. Ja? Und unglaubliche, unfassbare Dinge werden passieren. Züge werden Verspätung haben. Einige werden sogar ausfallen. Das hat es ja noch nie gegeben. Das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist ganz klar, da müssen natürlich diese alten Möhren wieder angefahren werden. Und die Grünen im Regionalrat Münsterland, die grünen Vertreter dort, stimmen für die Änderung des Regionalplanes, um den Schwarzbau Datteln 4 nachträglich zu legalisieren. Da kann man hoffen, das hat sich für die beiden Helden da auch finanziell gelohnt. Da kann man wirklich sauer werden. Und in Hambach wird der Forst weiter abgeholzt, da wird weiter Braunkohletagebau betrieben. Und das ist dann hier die Klimaschutzpolitik. Dieser Regierungsvorschlag, 500.000 Euro bereitzustellen für innovative Projekte und Handlungsstrategien zu entwickeln, ist völlig unzureichend. Wir fordern die Energiewende, die regional und lokal stattfinden muss. Genauso müssen auch die Klimaanpassungsstrategien regional und lokal stattfinden. Und deshalb ist unser Antrag 633-62 eine Zuweisung an die Gemeinden und Gemeindeverbände, eine Erhöhung von 20 Millionen Euro, damit die anfangen können zu arbeiten und Anpassungsstrategien zu entwickeln. Es entstehen neue Pflichten für die Kommunen mit daraus resultierenden finanziellen Belastungen. Und diese Anpassungen, die notwendig sind, müssen eben nach den lokalen Gegebenheiten unterschiedlich, wie sie sind, lokal und regional geplant und durchgeführt werden. Und darauf haben die Kommunen auch in ihrer Anhörung zum Klimaschutzgesetz hingewiesen und in ihrer Stellungnahme, dass bei dieser Pflicht
zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und zur Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen. Und diese Pflicht beinhaltet das Gesetz, das Klimaschutzgesetz. Darunter fallen Anpassungen, die das Land eben ausreichend und verlässlich mit Finanzierungsgrundlagen versorgen muss. Das sagt schon das Konnexitätsprinzip aus. In dem Beitrag der Kommunen wurde gesagt, dass eine Anfangsförderung für mittelgroße Städte 60.000 bis 80.000 Euro ausmachen könne, und wobei davon ausgegangen wird, dass für etwa 283 kreisangehörige Städte und Gemeinden. Kollege, darf ich Sie freundlich daran erinnern, dass Ihre Redezeit beendet? Ja, ich bin gleich zu Ende. Also, unser Antrag ist eben zu verstehen als eine Anfangsfinanzierung. Weitere Landesmittel für die Kommunen müssen selbstverständlich folgen. Und als Gegenfinanzierung schlagen wir vor, die Streichung der 7 Millionen Euro für 2012 vorgesehen für den Rückbau des sozialdemokratischen Thorium-Staatsreaktors in Hameln-Ypptrop und die Verpflichtungsermächtigung für die folgenden Jahre. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rohwedder. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Hammel.